Ja, ich darf mit euch jetzt an meiner Lieblingstauchplätze betauchen, den Tauchplatz Schlierwand. Die Schlierwand selber ist eine Lehmwand, entstanden durch Hochwasser, das heißt, da fließt ein Fluss hinein und durch die Ausspülung des Ganzen ist diese wunderbare, schöne Wand entstanden. Der Tauchplatz Schlierwand befindet sich am Ortsende von Stabach, Kilometer 15, sehr leicht zum Finden. Ich habe es vom Parkplatz aus nicht weit zum Einstieg. Der Einstieg ist sehr gut gekennzeichnet, wir haben dort eine Steinstiege. Wir haben im Einstiegsbereich ein sehr seichtes Wasser, das heißt, über 1,5 Meter Wassertiefe kann man sehr leicht die Flossen anziehen und wir können dann im Prinzip nach dem Partnercheck ganz kommod abtauchen. Ich tauche gern langsam ab, ich tauche gern auf 5 Meter und tauche einfach 5 Meter entlang, bis die Wand kommt. Was man wissen muss, zur Steilwand selber taucht man circa je nach eigenen Tauchverhalten 11 bis 14 Minuten. Das heißt, es lohnt sich eher flach anzutauchen, wirklich auf 5 Meter zu bleiben, zwischen 5 und 7 Meter maximal zu bleiben und einfach immer diese 5 bis 7 Meter halten und so lange zu tauchen, bis die Wand kommt. Die Wand kommt ganz sicher, die können wir nicht versammeln. Es ist so ein Bojenfeld, man kann gerne die Bojen entlang tauchen. Linke Hand hat man eigentlich immer einen sehr guten Bewuchs, viel Fisch auch zu finden und wir sind auch schon bei der Wand. Was bei der Wand sehr interessant ist, wenn man dort hinkommt, man kommt richtig zu einer schwarzen Kante. Also man sieht richtig, wie die Wand abbricht über einen weißen Untergrund und auf einmal pfeift schwarz hinunter. Sehr beeindruckend. Manche Leute kriegen ein bisschen die Phrasen, würde man bei uns sagen. Und das, was interessant ist, ist es nicht tief. Das heißt, wir kommen, wenn wir sich runterfallen lassen, wir lassen sie maximal 5 Meter runterfallen. Lass ich gerne, ich lasse mich gerne im freien Fall runterfallen. Ich genieße das richtig, wenn ich abtauche. Habe natürlich die Lampen mit. Tauche nach rechts, lass mich rechts umfallen, wenn ich unten angekommen bin. Wie gesagt, es ist nur so eine kurze Momentaufnahme. Ich habe nur kurz einmal so eine Dunkelheit und sobald ich drinnen bin in der Wand, ist wieder alles ganz hell. Ich habe einen sehr weißen Grund. Die Wand selber ist von der Struktur her lehmig. Wenn man zum Beispiel, ich bleibe gern stehen, schaue nach rechts auf, genieße es direkt nur mal, schaue mir die Wand nur mal an, schaue mir die Löcher an. Es ist jede Menge kleine Löcher in der Wand. Dort wird man gerne mal mit einer Aalroute belohnt. Das zahlt sich aus, also hineinzuschauen. Traue mich gerne mal rundherum. Die Wand selber kommt dann vor wie ein Canyon. Das heißt, durch diese Ausspülung von dem Bach habe ich linke Hand, also, wo es leicht rauf geht, und rechter Hand eben diese Lehmwand. Und die Lehmwand ist das, was uns ja taugt, das, was wir uns anschauen wollen. Und da tauchen wir jetzt einfach mal runter. Ich tauche langsam runter bis zu einer Tiefe von 25, 35, je nach Eigenkönnen. Die Wand verändert sich fast gar nicht, das heißt, es spielt keine Rolle, ob ich auf 25 stehen bleibe oder auf 35 stehen bleibe. Spielt echt keine Rolle, nur die Tiefe ist eine andere. Ich bleibe dann gern stehen wieder, leicht wieder alle Wände ein, leicht in jedes Loch hinein, also das taugt mir nicht. Also das ist wirklich ganz sehr beeindruckend. Schau kurz hinauf ins Leere, sehe, wie die Kanten auftaucht von der Wand und genieße es richtig. Danach tauche ich einfach langsam in die Höhe, gewinne langsam Höhe. Und tauche bis zur Kanten der Wand auf und tauche dann einfach die Kanten entlang auf. Er hat den Vorteil, ich bin schon gleich mal höher und ich habe aber rechts den Kick, dass ich noch runterschauen kann zur Wand. Schaue ich gerne mal runter, leicht mit der Lampe runter, taugt mir so nicht. Sehe ich nochmal die Struktur von der Wand und habe aber linke Hand die Sicherheit, dass ich an sich schon einen Grund vor mir habe. Und tauche das Ganze langsam hinauf bis auf 5 Meter. 5 Meter ist eine super Tiefe. Bei 5 Meter tauche ich dann gerne mal zurück, wobei ich meistens bleibe vorher noch mal kurz stehen bei 5 Meter. Schauen wir nur mal die Wand an, weil die so geil ist, die hat einfach was, die kann was. Schau noch mal runter, genieße den Eindruck nur mal, halte nur mal inne, lass mal Revue passieren, was ich gesehen habe und tauche dann einfach auf 5 Meter Retour. 5 Meter Retour hat gewisse Vorteile. Im Sommer bin ich erstens schon mal in absolut warmem Wasser unterwegs, das heißt, die Finger sind nicht mehr so klamm. Nicht mehr so kalt von der Tiefe. Das heißt, ich habe Zeit, dass ich mich wieder an die Wärme gewöhne. Und ich habe auf 5 Metern einen Wahnsinnsbewuchs dort im Sommer. Auf 5 Meter finde ich sehr viele Algen, die was bis in die Höhe hinaufwachsen. Immer wieder ein Hecht, man wird immer wieder belohnt. Barschwärme, kleine. Das ist echt was Schönes. Also mir taugt der Flachwasserbereich genauso wie die Steilwand. Interessant ist, wir haben dann auf 3 Meter so einen kleinen Starrhaufen. Der Starrhaufen ist super, da weiß ich nämlich schon, okay, jetzt bin ich gleich einmal da. Dann gewinne ich langsam wieder an Höhe, tauche beim Steg vorbei. Wenn ich beim Steg vorbei bin, sehe ich in den meisten Fällen sogar schon den Einstieg, die Latte, die Stiegen, die runtergeht. Und im Prinzip habe ich es dann schon geschafft.